Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen wunderschönen Abend aus Stuttgart wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Julia Wessely. Ich bin die Fachberaterin für Deutsch und Deutsch als Fremdsprache hier bei Ernst Klärt Sprachen in Stuttgart. Und ich habe heute Besuch. Ich werde heute nicht alleine, beziehungsweise nicht mit einer externen Referentin ein Online-Seminar für Sie gestalten, sondern wir haben die Autorin Ingala Strasser bei uns zu Gast im Verlag. Frau Strasser, wollen Sie ganz kurz was sagen gleich? Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ich freue mich, dass ich schon so viele Teilnehmer hier sehe, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, und die möchte ich alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Freue mich sehr. Vielen Dank. Ja, Frau Strasser, Sie haben Germanistik und Politikwissenschaft auf Lehramt studiert an der Uni in Mainz, haben im Laufe Ihres Studiums dann auch ein Schulpraktikum in Neu-Delhi durchgeführt und waren für ein Auslandsjahr an der Universität in Cardiff in Wales, bevor Sie an einem Gymnasium dann auch Ihr Referendariat gemacht haben. Seit 2005 sind Sie dann Studienrätin für die Fächer Deutsch und Politik und Wirtschaft am Gymnasium bzw. an einem Gymnasium im Rhein-Main-Gebiet? Genau. Wunderbar. Sie haben auch einen Mann und zwei Kinder, mit denen Sie da genau in diesem Gebiet leben. Und dort, so habe ich das verstanden, haben Sie auch die Bücher geschrieben, um die es heute in diesem Online-Seminar geht. Genau. Genau. Das kam daher, dass Sie seit 2014 zusätzlich zu Ihrem regulären Deutsch- und Politikunterricht auch Sprachförderkurse für die 5. und 6. Klassen geben. Ist das richtig? Genau. Genau. Deswegen haben Sie seit 2017 jährlich einen dieser Bände veröffentlicht. Ja. Genau. Diese Bände, wir stellen die nachher noch genauer vor. Zunächst mal der Hinweis, die Bände sind ursprünglich für eine Zielgruppe im Deutschunterricht an den allgemeinbildenden Schulen am Gymnasium konzipiert worden. Es ist aber grundsätzlich auch möglich, diese Bände im Fremdsprachenunterricht einzusetzen. Deswegen sind auch ganz viele von Ihnen da, wie wir vorhin in der Umfrage gesehen haben. Es sind nicht nur Lehrer da von den allgemeinbildenden Schulen, sondern auch Sprachlehrer. Das freut uns sehr. Es wird natürlich hauptsächlich um den Einsatz im Deutschunterricht gehen heute, aber wir zeigen Ihnen auch immer wieder, wie Sie die Bände auch im B1- und B2-Unterricht vor allem einsetzen können. So, ich schalte uns mal weiter. Beziehungsweise als erstes noch ein technischer Hinweis. Falls Sie, ich sehe das schon im Chat, Probleme haben mit dem Video oder mit dem Ton, schreiben Sie uns in den Chat. Wir versuchen das zu lösen. Ansonsten hat meine Kollegin Frau Lambor gerade schon in den Chat geschrieben, die wird Ihnen da weiterhelfen. Wenn Sie inhaltliche Fragen haben, schreiben Sie die auch gern in den Chat. Wir sammeln die alle bis zum Schluss und werden am Schluss alle versuchen noch zu beantworten. Wir werden dieses Online-Seminar heute als Interview durchführen, deswegen ist es für uns einfacher, wenn wir uns an den Ablaufplan halten. Einige Fragen werden dann sicherlich auch im Ablauf schon beantwortet. Alle anderen kommen dann am Schluss auf jeden Fall nochmal dran. Deswegen, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie sie auf jeden Fall in den Chat. So. Kleinen Moment noch. Worum geht es heute genau? Wir haben ein Interview mit zwei großen Bereichen. Als erstes werden wir uns am Überbegriff der Motivation orientieren, denn das ist eben besonders wichtig für das Zielpublikum dieser Lernromane. Wie kann man diese Schüler zum Lernen, zum Lesen, zum Schreiben motivieren? Der zweite Teil dann etwas später setzt den Fokus auf die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und auf konkrete Tipps aus der Praxis, denn Frau Strasser ist nicht nur die Autorin, sondern eben auch Lehrerin und hat ihre Romane bereits selber eingesetzt, um eben die Anwendung für Sie als Lehrerinnen und Lehrer zu erleichtern. Und damit werden wir jetzt gleich mal das Interview starten.
Als letzten Hinweis von mir erstmal, Sie können sich gerne Papier und Stift bereitlegen, denn Frau Strasser hat nachher ein paar praktische Aufgaben für Sie vorbereitet, wie das eben so ist, wenn man mit Lehrern zusammen was zu tun hat. Das stimmt. Genau, wunderbar. So, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es sich um Lernromane handelt. Die Reihe heißt Lies und Schreib mit und diese Reihe basiert auf einem ganz neuen Konzept. Wie kam es zu dieser Idee für dieses Konzept? Das entstand so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich Sprachförderkurse an unserer Schule gegeben habe und da gab es so einige Probleme. Zum Beispiel waren die Sprachförderkurse recht heterogen. Das heißt, es gab Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, auch Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund. Manche hatten eher Probleme im Grammatikbereich, manche im Wortschatzbereich. Und so war es schwierig, ein Konzept zu finden oder Material zu finden, mit dem man arbeiten konnte, was wirklich alle Schüler und Schülerinnen vorangebracht hat. Das war das eine Problem. Das andere Problem war eine manchmal etwas mangelnde Motivation der Schülerinnen und Schüler mitzuarbeiten, weil die Kurse bei uns nicht benotet waren. Das heißt, der Notendruck ist weggefallen und so musste die Motivation eben anderweitig aufgebaut werden. Und so kam ich darauf, die Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler erledigen müssen, in eine Geschichte einzubauen. Und als Unterrichtsvorbereitung sozusagen ist dieser Roman entstanden und ist dann mit dem Unterricht immer weiter gewachsen. Und weil das auf so viel positive Resonanz bei den Schülerinnen und Schülern gestoßen ist, wurde das Ganze immer weiter ausgebaut. Ja, so kam es dazu, eigentlich als Unterrichtsvorbereitung. Als Unterrichtsvorbereitung. Was hat dann die Bildungssprache damit zu tun, beziehungsweise was versteht man eigentlich unter Bildungssprache? Genau, in der Schule haben die Schüler manchmal das Problem, dass sie zwar natürlich, wenn sie am Gymnasium sind, zwar gut im Alltag mit ihren Deutschkenntnissen zurechtkommen. Allerdings stoßen sie in der Schule manchmal auf Probleme, weil eben die Bildungssprache sich von der Alltagssprache unterscheidet. Und ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Wichtig ist nur, dass den Schülern vermittelt wird, ja, du kannst durchaus im Alltag mit deiner Sprache wunderbar zurechtkommen, aber für die Schule ist ein höheres Level teilweise notwendig, die Bildungssprache. Und an der arbeiten wir in diesen Sprachförderkursen. Und um die zu fördern, kann man eben wunderbar mit diesen Büchern arbeiten. Genau. Genau, okay. Ja, jetzt haben wir von Motivation und von Konzept gesprochen. Worin besteht genau dieses motivierende Konzept, also dieses Ja. Zusammenführen? Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die Schüler erwischen kann. Und viele der Schülerinnen und Schüler, die Sprachprobleme haben, sind auch Lesemuffel, sodass man da nicht auf ganz viel Lesemotivation zurückgreifen kann. Was aber eigentlich fast immer funktioniert, ist Fantasy, weswegen ich mich für ein Fantasy-Genre entschieden habe. Und innerhalb dieses Buches gibt es auch eine Figur, mit der sich die Schülerinnen und insbesondere die Schüler identifizieren können. Es gibt jeweils im ersten Band gibt es einen Jungen, der als Identifikationsfigur dient, aber auch im zweiten und dritten Band gibt es sowohl Jungen als auch Mädchen, die als Identifikationsfigur benutzt werden können. Und ganz besonders motivierend ist aber für die Schülerinnen und Schüler, dass sie hier eben in einer neuen Rolle erscheinen, dass sie nämlich sozusagen als Co-Autorinnen und Co-Autoren des Romans erscheinen, denn der Roman ist nicht ganz fertig, sondern die Schülerinnen und Schüler schreiben den Roman praktisch mit und gestalten ihn auch selbst und erleben sich da dann nicht in der Schulversagerrolle, ich bin derjenige, der gescheitert ist und deswegen am Sprachförderkurs teilnehmen muss, dass man sich gleich negativ erlebt, sondern ganz im Gegenteil, die Schüler erleben sich ganz positiv, weil sie eben Erfolgserlebnisse dadurch haben, dass sie diesen Roman mitschreiben können und eben auch mit illustrieren können. Genau. Damit die Schüler das auch richtig selbst sehen können, ich muss eine Folie weitergehen. Sieht man auch vorne, also es steht nicht nur mein Name
vorne auf dem Cover drauf, sondern auch eben der Name des Schülers oder der Schülerin kann draufgeschrieben werden, damit sie eben selbst sich als Autor erleben. Und auch hinten, ganz hinten im Roman natürlich, können die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Autorenporträt schreiben. Und das führt tatsächlich zu ganz großer Motivation und zu Engagement. Und wenn in die Bücher reingeschrieben wird, dann wollen die Schüler auch wirklich ein gutes Ergebnis abliefern. Genau. Dazu möchte ich einmal kurz sagen, Sie erhalten natürlich wie immer nach dem Online-Seminar unsere Folien zum Download. Das heißt, wenn Sie jetzt diesen furchtbar kleinen Text auf der Folie nicht lesen können, ist es nicht so schlimm. Sie können das nachher auf dem Handout oder aber ich empfehle Ihnen, dieses Buch sich zuzulegen, dann können Sie es noch viel besser lesen. Wollten Sie dazu noch was sagen, Frau Strasser? Ich habe Sie jetzt unterbrochen. Nein, alles gut. Also die Schülerinnen und Schüler, es ist halt wichtig, ihnen zu vermitteln, dass sie selbst als Autorinnen und Autoren und Illustratorinnen und Illustratoren auftreten und dadurch sich selbst eben in einer anderen Rolle wahrnehmen. Genau. Also Sie haben quasi kreative Schreibaufgaben in diesem Buch, die die Schüler erfüllen müssen. Wie hat man sich die vorzustellen? Da klicke ich mal. Genau, der Roman ist also nicht fertig geschrieben sozusagen, sondern man sieht auch auf den ersten Blick Leerstellen im Roman, die Schüler füllen. Und damit die Leerstellen nicht einfach so gefüllt werden, sondern dass die Schülerinnen und Schüler dabei auch was lernen, gibt es immer am Anhang des Romans Materialien, mit denen sich die Schüler erstmal auseinandersetzen, um ein bestimmtes Thema zu erarbeiten. Das können Grammatikthemen sein oder Wortschatzarbeit oder Rechtschreibung oder was auch immer. Und das, was sie erarbeitet haben, das wenden sie dann an, indem sie die Leerstellen in diesem Roman füllen. Und ich habe auch ein Beispiel, was ich gerne zeigen möchte. So sieht das hinten im Anhang aus. Das muss man jetzt, das ist ganz klein geschrieben, das muss man nicht alles lesen. Nur mal so zur Übersicht, da sind dann immer die Materialien hinten drin. Und ich beziehe mich jetzt auf, das sieht man auf der Folie oben links, die Konjunktionen. Ich habe hier eine Beispielaufgabe, in der es eben um Konjunktionen geht. Ich möchte kurz erklären, wie es dazu kommt in dem Buch. Das ist der zweite Band, das Leuchten in der Tiefe. Und hier geht es um ein Mädchen, um Sarah, die als Umweltschützerin aktiv ist und gegen eine Ölbohrung ankämpfen möchte. In der Textstelle, die ich gleich vorlesen werde, geht es darum, sie hat einen Plan entwickelt, wie sie gegen diese Firma eben vorgeht. Sie hatte vorher schon im Internet, in Foren Informationen verbreitet. Sie hatte auch offizielle Briefe an die Umweltbehörde geschrieben, was wir natürlich als Lehrer wunderbar nutzen können, um zu üben, wie schreibt man eigentlich einen offiziellen Brief, aber das nur am Rande. Jetzt möchte ich gerne eine kurze Textstelle vorlesen. Jetzt war es Zeit für den nächsten Schritt geworden. Ein Foto wollte sie im Netz verbreiten. Ein Foto mit so viel Aussagekraft, dass es sich von alleine wie ein Lauffeuer verbreiten würde. Mitten im P des Firmenschilds Price an der Baustelle über den Containern sollte ein Indianerpfeil stecken. Ja, genau an dem Tag der großen Pressekonferenz. Wie in den Actionfilmen. Das würde ein Zeichen setzen. Sie könnte sich der Aufmerksamkeit ganz Amerikas gewiss sein. Sarah hatte sich dafür den kunstvoll geschnitzten Bogen ihres Großvaters genommen, der in der Hütte ihrer Eltern über dem Kamin hing. Aus dem Schrank hatte sie das Büffelhorn geholt, aus dem in früheren Zeiten die Krieger unmittelbar vor einem Angriff gemeinsam getrunken hatten. Dann hatte sie sich den federgeschmückten und mit blauen Perlen verzierten Köcher mit den Pfeilen quer über die Schulter gehängt und war vor Sonnenaufgang aus dem Fenster ihres Zimmers geklettert und in Richtung Baustelle geschlichen. Das Handy für das Foto bereithaltend hatte sie, als sie in der Nähe der Baustelle angekommen war, den Pfeil auf die Sehne des Bogens gelegt und sie gespannt. Aber sie hatte wohl unterschätzt, wie schwer es war, ein Ziel auf so große Entfernung zu treffen. Ihr fehlte nicht bloß die Übung, sondern auch die Kraft dazu. Schließlich war sie erst 14 Jahre alt. Bereits als der Pfeil die Sehne verließ und surrend durch die Luft glitt, wusste sie, dass er das erwünschte Ziel nicht treffen würde.
Aber mit dem Chaos, das dann folgte, hatte sie trotzdem nicht gerechnet. Wer hätte ahnen können, dass ihr Pfeil eine solche Kettenreaktion und solch ohrenbetäubenden Lärm auslösen würde? Und hier folgt die Leerstelle, die von den Schülerinnen und Schülern erfahrungsgemäß begeistert gefüllt wird, indem sich die Schüler eben selbst überlegen können, was gibt es denn da für eine Kettenreaktion auf dieser Baustelle? Inhaltlich sind die Schüler da vollkommen frei. Die können sich selbst Gedanken machen und ich habe jetzt den kleinen Auftrag an Sie, dass Sie sich zu Hause auch kurz Gedanken machen, welche Kettenreaktion würden Sie denn eigentlich beschreiben, wenn Sie jetzt einer dieser Schüler wären? Dafür hatten wir gesagt, 30 Sekunden Zeit. Vielleicht haben Sie ja einen Stift bereitlegen. Machen Sie sich einfach nur Stichpunkte, welche Abfolge an Ereignissen in dieser Kettenreaktion abläuft. Das wären jetzt 30 Sekunden gewesen. Wunderbar. Also wer möchte, kann auch gerne ein oder zwei Texte in den Chat schreiben. Es ist bestimmt spannend zu hören. Bis die allerdings geschrieben sind, lese ich mal einen Text vor, den eine Schülerin produziert hat. Der Text ist dann schon eine Stufe weiter. Was Sie jetzt zu Hause erstmal gemacht haben, war ja, sich zu überlegen, welche Reihenfolge würde ich an Ereignissen machen. Die Schüler müssen noch einen Schritt weitergehen, müssen nämlich dazu, zu dieser Skizze, die man erstellt hat, auch einen richtigen Text schreiben, weil bei uns geht es ja ums Lesen und Schreiben lernen. Und hier hatte ich ja als vorbereitende Übung schon gezeigt, was man hier auch noch sieht im Materialteil im Anhang, dass es um Konjunktionen geht. Weil das ist, fällt vielen Schülerinnen und Schülern schwer, Sätze miteinander zu verknüpfen. Und das ist diese Kettenreaktion ist halt ein wunderbares Mittel, um Konjunktionen üben zu können. Und ich lese mal ein Beispiel vor. Das ist jetzt allerdings auch schon der verbesserte Text. Da waren ein paar Tempusfehler beim ursprünglichen Text drin. Aber der Schülerin ist es wunderbar geglückt, ganz viele Konjunktionen einzubauen. Da werden Sie das bestimmt gleich raushören. Der Pfeil traf einen Dachziegel. Er fiel herunter auf einen Hebel im Bagger, woraufhin die Baggerschaufel nach oben fuhr. Als sie ganz oben war, fiel ein großes Rohr aus der Schaufel. Nun rollte das Rohr gegen einen Kran, sodass die Kette anfing zu schwingen. An der Kette hing eine große Kiste, und die Kiste schwang durch die Luft und krachte gegen eine Wand. Weil die Kiste kaputt ging, gab es großen Krach. Das war der Schülerinnen-Text, der zu diesem Beispiel entstanden ist. Genau, und daran kann man wunderbar sehen, den Schülern hat es total Spaß gemacht, sich selbst eine Kettenreaktion zu überlegen und haben dann eigentlich, ohne es zu merken, die Konjunktionen geübt, indem sie da ihren Text geschrieben haben. Genau. Die Texte, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dann die Texte auswerten kann im Unterricht, sei es im Kugellager oder durch Flanieren, durch den Raum, aber zu den einzelnen Methoden kann ich auch nachher nochmal konkret was sagen. Genau. Nachher werden Sie auch genauer darauf eingehen, ob die Texte denn direkt ins Buch geschrieben werden oder nicht, beziehungsweise wie so ein Schreibprozess im Unterricht abläuft. Deswegen springen wir mal weiter. Sie haben nämlich vorhin gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht nur als Co-Autorinnen oder Co-Autoren erleben, sondern genauso als Co-Illustratorinnen oder Co-Illustratoren. Und wie hat man sich das denn vorzustellen? Ja, das sieht man hier jetzt auch schon auf der Folie. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder manche Felder sind einfach ganz freigelassen, wie man hier links sieht, und manche Felder sind bereits angefangen, dass sie ansatzweise ausgefüllt sind und man muss sie nur noch vervollständigen. Wichtig ist, für die Schüler erscheint es so, als könnten sie sich einfach kreativ austoben und identifizieren sich dadurch noch mehr mit dem Roman. Was aber eigentlich natürlich aus didaktischer Sicht der Sinn des Ganzen ist, ist natürlich, wir wollen das sinnerfassende Lesen stärken. Und sinnerfassend Lesen zu üben ist ganz, ganz wichtig, denn Schülerinnen und Schüler, merke ich immer wieder, die lesen einen Text einmal durch und sagen, fertig,
Und wenn man dann Fragen dazu stellt, können sie die Fragen oft nicht beantworten. Hier in diesen Aufgaben werden sie tatsächlich gezwungen, ganz, ganz, ganz genau zu lesen, weil ich immer, wenn ich an der Zeichnung sehe, die ist noch nicht komplett, da kann ich sagen, nee, da fehlt noch was, lies doch bitte nochmal nach. Und so führt es dann manchmal dazu, dass die Schülerinnen und Schüler bis zu 5-mal den Text lesen müssen, aber dann haben sie ihn danach auch wirklich richtig verstanden. Und das ist eine ganz tolle Übung, dass die Schüler eben wirklich einen Text ganz, ganz genau betrachten. Zu der Zeichnung rechts kann ich gerade noch sagen, das soll Sarah darstellen und die wir eben in dem Textausschnitt kennengelernt haben. Und zum Beispiel in dem Textausschnitt, wenn Sie sich erinnern, da kam vor, dass sie so einen Köcher sich umgelegt hatte. Der Köcher war blau. Das müsste man dann nämlich zum Beispiel in diese Zeichnung, die jetzt hier zu sehen ist, einfügen. Und wenn ich als Lehrer rumgehe und sehe, ach, der Köcher, der fehlt noch, dann kann ich sagen, lies doch nochmal nach, auf der Seite so und so. Und so wird dieses sinnerfassende Lesen eben gestärkt. Ich würde gerne noch ein Beispiel bringen. Also hier ist ja jetzt ein Beispiel von Sarah, die schon halb vorgegeben ist. Ich würde gerne noch aus dem ersten Band, da sind auch viele Illustrationsaufgaben drin, ein Beispiel aus dem ersten Band vorlesen. Und Sie zu Hause können wieder zu Stift und Papier greifen und können einfach mitschreiben, sich Notizen machen, was müssen die Schülerinnen und Schüler in diesem Textausschnitt für das Bild, was sie dann malen werden, alles berücksichtigen. Also schreiben Sie einfach nur die Stichpunkte auf, was muss man berücksichtigen, um das Bild am Ende richtig anfertigen zu können. Zu der Textstelle will ich ganz kurz die Vorgeschichte erzählen. Also hier, ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, hier geht es um Dennis. Dennis ist am Anfang noch nicht in dieser Fantasy-Welt, in die er nachher kommen wird, sondern ist erstmal am Anfang der normalen Welt. Und wie das klassisch so ist in Fantasy-Romanen, ihm begegnet natürlich zufälligerweise ein magisches Tor. Und dieses magische Tor wird jetzt hier dargestellt. Und Sie schreiben bitte mit, was es da für Hinweise gibt, was man in das Bild alles aufnehmen müsste. Nun endlich konnte Dennis es deutlich erkennen. Das Leuchten kam von einem niedrigen Bauwerk. Es war ein Tor aus verwitterten, mit Moos bewachsenen Steinen, die aufeinander getürmt waren und nur einen kleinen Spalt als Durchgang ließen, durch den nur ein Kind aufrecht gehen konnte. Dieser Durchgang leuchtete in grellen Lilatönen und die Farben schienen darin zu tanzen. Rechts und links davon hingen zwar Fackeln, doch beleuchteten diese nur die Pfeiler des Tors. Man konnte nicht sehen, wohin das Tor führte oder ob sich dahinter noch ein Bauwerk verbarg oder ob es nur dieses eine Tor gab. Das ganze Gebilde war nicht sonderlich breit. Daneben schloss sich wieder der finstere, dichte Wald an. In der Nähe des Tors stand eine uralte, knorrige Buche, deren Äste wie gekrümmte Finger in den Himmel ragten. Es überkam Dennis plötzlich ein merkwürdiges Gefühl. Die Angst, die er eben noch gespürt hatte, war auf einmal verschwunden. Er war ganz ruhig. Während er seit seinem Umzug in diese neue Stadt nie gewusst hatte, wo er hingehörte, war er sich jetzt seines Ziels ganz bewusst. Er musste durch dieses Tor gehen. Langsam, aber mit festen Schritten ging er näher heran und berührte die kalten, braunen Steine. Die tanzenden Farben vor ihm gaben noch immer nicht den Blick auf das frei, was sich dahinter verbergen könnte. Als er zunächst mit der Hand, dann mit dem ganzen Körper in das Farbspiel des Durchgangs eintauchte, wurde ihm plötzlich schwindelig und er musste sich auf den Boden kauern, um nicht umzufallen. Ich möchte Ihnen jetzt mal zwei Beispiele zeigen, zwei Schüler- und Schülerinnen-Beispiele. Und Sie können mit Ihren eigenen Stichpunkten, die Sie aufgeschrieben haben, vergleichen, ob die Schülerinnen das auch alles richtig gemacht haben. Genau, in manchen Punkten ähneln sich die Bilder, in manchen sind sie unterschiedlich. Was bei Zeichnungen häufig vorkommt, ist, dass zum Beispiel diese knorrige Buche vergessen wird oder dass die Fackeln vergessen werden oder dass das Moos auf den Steinen vergessen wird.
Aber hier, die Zeichnungen sind eigentlich recht gut gelungen. Aber wenn Sie doch noch etwas entdeckt haben, was noch fehlt, dann schreiben Sie es einfach in den Chat. Genau. Wichtig bei den Bildern ist halt, wie gesagt, dieses sinnerfassende Lesen, was die Schülerinnen und Schüler dann gar nicht bemerken, weil sie so Spaß haben daran, diese Bilder zu erstellen. Und zusätzlich eben auch die Identifikation mit dem Buch. Also umso mehr sie sich mit dem Buch auseinandersetzen, umso tiefer tauchen sie ja auch in die Geschichte ein. Und das erreicht man dann dadurch. Wunderbar. Ich habe gesehen, Sie haben uns was mitgebracht. Genau. Ich habe ein Karteikartensystem mitgebracht. Wichtig ist noch zu sagen, bei dem sinnerfassenden Lesen ist es natürlich erstens so, dass Schüler häufig etwas überlesen, aber auch, dass sie über unbekannte Wörter stolpern. Wenn die Schülerinnen und Schüler auf unbekannte Wörter stoßen, dann ist es wichtig, die im Unterricht zu klären und dann kommen die individuell in die Karteikästen der Schüler. Also das heißt, jeder Schüler, der mit dem Buch arbeitet, braucht so einen individuellen Kasten. Und zum Beispiel kam jetzt hier in der Textstelle drin vor, dass es finster ist. Oh, das kann man jetzt hier gerade. Jetzt muss man es lesen können, ja. Genau. Und da schreibt sich der Schüler dann auf die Rückseite finster, das bedeutet sehr dunkel, düster. Und dann kann man mit diesem Karteikartensystem arbeiten. Und das Tolle ist halt, dass Schüler, die große Probleme mit dem Wortschatz haben, dass die dann eben viele Karteikarten haben. Die Schülerinnen und Schüler, die da weniger Probleme haben, die haben dann weniger Karten, die können dann an anderen Schwerpunkten arbeiten. Aber so hat eben jeder eine ganz individuelle Übungskartei. Genau. Ich glaube, zu der Übungskartei gibt es auch eine Folie. Wollen wir die Oh, mal kurz zeigen? genau. Genau. Ja, da ist nochmal dazu zu sagen, die müssen Sie jetzt nicht alle Aspekte durchlesen, sondern das ist nur ein Verweis darauf, dass wie man mit der Kartei arbeitet, das ist hinten in dem Übungsteil, in dem Materialteil noch einmal drin. Und das ist einfach eine Kopie aus jeweils dem Materialteil, der durch diese Anleitung eingeleitet wird. Da kann man dann nochmal nachschauen, wenn man das denn möchte. Genau. Also in der Theorie wissen wir alle, wie man mit so einem Karteikasten arbeitet. Wie arbeitet man, beziehungsweise wie arbeiten Ihre Schülerinnen und Schüler im Unterricht ganz konkret damit? Da kann man bestimmte Phasen einbauen. Manchmal bietet es sich an, wenn einige Schülerinnen und Schüler schon mit Aufgaben fertig sind, dass sie sich dann ihrem Karteikasten widmen. Man kann es auch an den Stundenanfang setzen. Und besonders hilfreich ist es, wenn zwei Schülerinnen und Schüler gleichzeitig fertig sind, dann können sie gemeinsam daran arbeiten. Der eine fragt den anderen ab. Das ist am sinnvollsten. Manchmal ist allerdings auch ein einziger schon fertig und dann muss der alleine damit arbeiten, was aber auch geht, dann kann man eben sich selbst einfach abfragen, weil jeweils die Lösung auf der Rückseite steht. Später komme ich noch, ich greife jetzt schon mal ein ganz kleines bisschen vorweg, in den Texten, die die Schüler schreiben, um die Leerstellen zu füllen, da sind natürlich dann auch Rechtschreibfehler drin. Und Rechtschreibfehler werden ebenso auf die Karteikarten übernommen, dann einfach auf weiße Karteikarten, um sie von den unbekannten Wörtern zu unterscheiden. Ein wunderbares Beispiel, nämlich kennen wir alle. Diese Karten, auch mit den Rechtschreibkarten, können dann die Schülerinnen und Schüler üben. Wunderbar. Genau. Gut, wir können jetzt gut nachvollziehen, denke ich, wie die Schülerinnen und Schüler motiviert werden sollen. Eben einmal dadurch, dass sie Co-Autorinnen und Co-Autoren sind und einmal eben dadurch, dass sie das Buch selber mit illustrieren dürfen. Zusätzlich haben Sie eben anfangs erwähnt, dass das Genre das Fantasy-Genre ist, um die Schüler zu motivieren und dass die Hauptfigur eine Identifikationsmöglichkeit bietet. Können Sie dazu noch mal was Genaueres sagen? Dann klicke ich wieder zu. Genau. Hier habe ich nochmal zusammengefasst, dass es eben eine große Herausforderung war, diese Kurse zu gestalten. Aber dass Dennis, also die Hauptfigur des ersten Bandes, sich wunderbar als Identifikationsfigur eignet, denn
Der wird auch charakterlich gar nicht so genau beschrieben. Das heißt, viele Schülerinnen jetzt natürlich dann direkt nicht, aber die Schüler können sich wunderbar in ihm wiederfinden. Und was ich sehr schön an den Illustrationen finde, er wird nicht in Nahaufnahme gezeigt. Das heißt, auch jeder kann sich so sein eigenes Bild von der Figur machen und kann sich eben mit dieser Figur wunderbar identifizieren. Und in allen Bänden ist es so, dass den Schülerinnen und Schülern vertraute Konflikte thematisiert werden. Also hier geht es zum Beispiel auch sehr stark um das Thema Freundschaft und Verantwortung. Inwiefern bin ich meinem Freund gegenüber verantwortlich? Wie viel Verantwortung trage ich da? Was macht eine Freundschaft eigentlich aus? Was bedeutet Vertrauen? All solche Konflikte, die kennen die Schülerinnen und Schüler selbst und können sich dadurch wunderbar einfühlen in diesen Roman. Ich will an der Stelle noch mal ganz kurz, weil ich jetzt gerade inhaltlich bei dem Buch bin, der Dennis und die zweite Figur, die er in dieser Fantasiewelt kennenlernt, der To, die haben eine ganz interessante Beziehung, weil To ist schon früher in diese Fantasiewelt geraten und hat durch die Berührung mit dem grünen Nebel seine Sprache verloren. Und Dennis bringt ihm erst wieder die Sprache bei. Und das ist auch notwendig, sonst können sie aus dieser Welt gar nicht herausgelangen. Und das gibt halt den Lehrern wiederum die Möglichkeit, da auch Sprachreflexion einzubauen. Welche Funktion hat eine Sprache überhaupt für uns als Menschen, für uns in der alltäglichen Kommunikation? Und genau, das kann man gerade an diesem ersten Band da auch besonders schön anknüpfen. Sehr schön. Wir sind vorhin schon darauf eingegangen, dass Sie nicht nur die Autorin von den Büchern sind, sondern auch eben Lehrerin und dass Sie die selber einsetzen. Inwiefern setzen Sie die erfolgreich ein und wie hat das mit der Motivation funktioniert dann? Ganz, ganz toll. Also dadurch bin ich ja überhaupt erst selbst dazu motiviert worden, die Romane fertig zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass man auch teilweise Schüler, die nur ansonsten Negativerlebnisse gesammelt haben, in dieser typischen Abwärtsspirale gefangen waren, dass man die dadurch kriegen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir aber ganz, ganz nahe gegangen sind. Also da, ich weiß noch einen Schüler, der sonst immer nur durch Unterrichtsstörungen aufgefallen ist und unglaublich anstrengend war, der saß dann plötzlich da, als die Stunde vorbei war und fragte: Oh, Frau Strasser, ich bräuchte noch so 5 Minuten. Darf ich noch sitzen bleiben und weiterschreiben? Ich bin nämlich mit dem Text noch nicht fertig. Da dachte ich, ja, das hat funktioniert. Das ist toll. Und einer meinte dann auch, als der Kurs in der 5. Klasse vorbei war, weil man wird immer von seinem Deutschlehrer oder Deutschlehrerin vorgeschlagen für diese Kurse. Und da meinte er, ich stelle mich dann am Anfang der 6. Klasse ganz doof, damit ich möglichst wieder in den Sprachförderkurs vorgeschlagen werde. Das hat mich so gefreut und mir auch so viel Bestätigung gegeben, weil das halt Schüler waren, die ansonsten so wenig Erfolgserlebnisse hatten. Und ja, insofern, da hat das wirklich toll funktioniert. Also in einem Kurs hat es nicht ganz perfekt funktioniert, aber ich habe bisher 11 Kurse gehabt und in 10 davon war es wirklich traumhaft umwerfend und hat richtig Spaß gemacht. Das ist schön, dann motiviert es nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch Sie als Lehrerin. Genau. Wunderbar. Gut, wir kommen jetzt dann nämlich zum zweiten Teil mit der nächsten Frage. Wenn unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Online-Seminar diese Romane jetzt selber im Unterricht einsetzen wollen, woran können sie sich da orientieren? Wie funktioniert das? Also erstmal gibt es da noch Hinweise auf der Homepage. Da genau, auf der Homepage findet man eine Übersicht zu den 3 Teilen, für welche Klassen die jeweils empfohlen sind. Das ist natürlich nur so eine grobe Orientierung, weil an einem Gymnasium kann man es vielleicht früher einsetzen, schon in der 5. Klasse das Buch, was man an der Hauptschule eher in der 6. einsetzen würde. Ich glaube, das muss dann jede Lehrerin, jeder Lehrer für sich selbst entscheiden. Und zwar gibt es da Lehrermanuals zum 1. und zum 2. Band runterzuladen. Und es gibt auch einen Lösungsteil zu allen 3 Bänden. Und es gibt eben diese Übersicht, an der man sich orientieren kann. Ja, wo man grob sehen kann, worum geht es denn eigentlich, welche Figuren spielen damit, welche Themen werden besonders bearbeitet. Natürlich ist in allen 3 Teilen
gleichermaßen Grammatik, Rechtschreibung und Ausdrucksfähigkeit im Fokus. Also das wird in allen drei Teilen gleichermaßen gefördert, aber zusätzlich gibt es dann auch individuelle Schwerpunkte und das kann man dann wunderbar auf dieser Übersicht sehen. Also grundsätzlich ist es natürlich breit gefächert, wie man das Buch einsetzen kann. Man muss als aus der Lehrerperspektive dann natürlich eventuell Aufgaben vereinfachen, dass zum Beispiel bei Schreibaufgaben mal der Materialteil, die Vorarbeit im Materialteil weggelassen wird, wenn die zu anspruchsvoll für die Schüler ist. Oder dass man auch mal eine Aufgabe komplett überspringt. Aber so kann man es halt für ganz, ganz unterschiedliche Gruppen wunderbar verwenden. Und da hatten wir jetzt nämlich uns überlegt, Ich würde einmal noch Achso, ganz ja. kurz was einfügen. Und zwar, Sie sehen jetzt hier natürlich diese Übersicht hauptsächlich für den Deutschunterricht. Wir haben aber am Anfang gesagt, dieses Buch lässt sich durchaus auch im Deutsch als Fremdspracheunterricht einsetzen. Wichtig für Sie ist halt hierbei, es ist eindeutig ein Jugendroman. Das heißt, im Erwachsenenunterricht sollten Sie es eher weniger einsetzen. Ja, da eignet es sich. Und der erste Band sollte schon bei einem Niveau von einem guten B1 beginnen anzusetzen. Das heißt, die Anfänger von B1, die tun sich wahrscheinlich noch sehr schwer. Auf B2-Niveau ist es dann ganz gut einzusetzen und der Band 2 und der Band 3 dann eben auch auf den höheren Niveau. Das heißt, Band 2 eher B2, C1 und Band 3 schon eher C1. Wichtig ist auch, da muss ich jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen vorgreifen. Sie sollten Ihre Fremdsprachenschüler nicht mit dem Roman allein lassen. Das heißt, der sollte im Fremdsprachenunterricht, beziehungsweise alle drei Bände sollten im Fremdsprachenunterricht nur von der Lehrkraft begleitet eingesetzt werden, damit das gut funktioniert. Aber ich lasse Sie weitermachen erstmal. Genau. Wir wollten, uns hat es nämlich interessiert im Vorfeld, in welchen Bereichen sich die Teilnehmer vorstellen können, dieses Buch einzusetzen. Und dazu wollten wir eine Umfrage machen. Genau. Schauen Sie sich die zwei Umfragen an. Einmal, wofür könnten Sie sich das am meisten vorstellen, die Reihe Lies und Schreib mit einzusetzen? Und dann nochmal, das geht jetzt eher wahrscheinlich vor allem an die aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache. Welche sonstigen Einsatzmöglichkeiten sehen Sie? Schreiben Sie einfach kurz Ihre Antwort dann auch mit in das Feld. Wir geben Ihnen, würde ich sagen, eine knappe Minute Zeit und schauen uns das dann mal an. Hatten Sie das schon mal in der Vertretungsstunde, dass Sie das Buch da angewendet haben? In einer Vertretungsstunde? Ja. Also als Vertretungskonzept, ach so, weil das jetzt hier war. Ja, die Idee von einem Vertretungskonzept war wiederum, dass man das Buch über ein ganzes Schuljahr hinweg verwendet, immer wenn Unterricht ausfällt, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig immer weiter mit dem Buch arbeiten, sodass gar nicht die Frage aufkommt, spielen wir heute was, können wir vorher rausgehen, können wir einen Film gucken, sondern dass ganz klar ist, dass die Regeln klar sind, man arbeitet immer mit dem Buch, die Schüler gehen selbstständig an den Schrank, holen das Buch raus und arbeiten an ihrer Stelle weiter. Das war so eine Idee, das als Vertretungskonzept zu machen. Also jetzt für eine einzige Vertretungsstunde eignet es sich nicht, ja, sondern nur fortlaufend. Da müsste man dann wirklich an der Schule ein solches Vertretungskonzept grundsätzlich für entweder eine Jahrgangsstufe oder mehrere einführen. Das ist jetzt nämlich der Punkt, der in den Umfragen am wenigsten beziehungsweise gar nicht angeklickt wurde. Also Sie können sich alle sehr gut vorstellen, wie die Frau Strasser das erklärt hat, das im Sprachförderunterricht einzusetzen, genauso im regulären Deutschunterricht. Auch ein paar Antworten waren dann auch zu Hause oder in der Nachmittagsbetreuung, aber eben dieses Vertretungskonzept gar nicht. Deswegen glaube ich, finde ich es gar nicht schlecht, dass Sie das nochmal kurz erklärt haben, wie das dann gedacht ist. Was ich hier an den anderen Antworten finde, im AG-Bereich für die besseren Schuss Schülerinnen und Schüler im heterogenen DAF-Bereich. Das finde ich auch sehr gut, eine Projektwoche draus zu machen. Auch ganz toll. Auch ein sehr interessanter Vorschlag. Auch Ferienkurs, ja, finde ja. ich auch ganz toll, weil man dann eben kontinuierlich daran arbeitet. Das ist der Nachteil mit meinen Kursen, die finden einmal wöchentlich statt. Und wenn dann noch Ferien dazwischen liegen, dann wird der Leseprozess unterbrochen und das ist dann schade. Also wenn das zeitlich dann noch enger beieinander liegen würde, das wäre dann natürlich noch deutlich förderlicher. Genau, ja. Tolle Idee. Das sind überhaupt sehr schöne Ideen zusammengekommen. Also auch als Prüfungsvorbereitung für die schriftliche Kommunikation.
Genau, in zusätzlichen Deutschstunden, alles klar. Das ist dann das Vertretungskonzept in zusätzlichen Deutschstunden oder was habe ich da noch gesehen? In Vertretungsstunden, genau. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Antworten. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir müssten erst mal weitermachen. Oh ja, wir sind in der Zeit. Wir sind mit der Zeit ein bisschen hinterher. Wir schauen jetzt mal, wie weit wir kommen. Genau, wir haben schon im Titel dieses Online-Seminars darauf hingewiesen, dass sowohl das Lesen als auch das Schreiben in diesem Konzept berücksichtigt werden. Wir haben jetzt hier Genau. auch Vorschläge bekommen, dass es beim Schreiben eingesetzt werden kann, zur Schreibvorbereitung verwendet werden kann. Und warum genau ist das so wichtig für die Schülerinnen und Schüler? Das Lesen, es ist einmal natürlich dieses sinnerfassende Lesen zu üben, weil ganz viele Aufgaben auch später in der Oberstufe, also wenn man jetzt mal das Beispiel Gymnasium nimmt, später in der Oberstufe sind ganz viele Klausuraufgaben, fangen erstmal mit einem Text an, egal ob es, ich bin ja auch Politiklehrerin, auch im Politikunterricht ist häufig die erste Aufgabe, fasse diesen Text zusammen oder fassen Sie diesen Text zusammen. Und wenn man dann nicht sinnerfassend lesen kann, scheitert man da schon gleich in der ersten Aufgabe. Insofern ist das ganz wichtig, aber eben auch durch Lesen wird ja das Gefühl für Sprache gefördert, was ganz wichtig ist. Wozu ich ganz schnell jetzt gerne nochmal was sagen würde, wäre, wie man den Leseprozess gestalten kann. Und Halt, ich zwar, schalte oh, mal einmal. Entschuldigung, wir schalten ah. einmal um, dann sind wir wieder hier und jetzt können Sie die Folien wieder steuern. Ach, wunderbar. Ich wollte eigentlich, das überspringe ich nochmal. Beim Leseprozess kann man vorher zum Beispiel den Text entlasten, vorentlasten, indem man schon vorher Wörter klärt, Wortbegriffe, Entschuldigung, unbekannte Wörter erklärt. Und das geht teilweise damit, teilweise sind den Kapiteln eben Materialien vorgeschaltet, dass man schwierige Wörter erst einmal schon vorher vor dem Lesen überhaupt kennenlernt. Das sind dann immer die Materialien, die sich im Anhang finden. Und da muss man dann die vorgegebene Bedeutung dem entsprechenden Begriff zuordnen. Und wenn man dann den Text danach liest, dann fällt es einem schon viel leichter und man übt die Begriffe dabei gleich. Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, wenn man gemeinsam erstmal ein oder zwei oder auch drei Kapitel am Stück liest. Und obwohl dann mehrere Aufgaben in diesem Leseteil vorkommen und die Aufgaben, die können dann die Schülerinnen und Schüler später im eigenen Tempo bearbeiten, aber erstmal liest man den Text gemeinsam, damit erstmal der Text richtig verstanden wird. Und zu diesem Lesen habe ich auch noch einen Tipp, beziehungsweise das machen die Lehrer wahrscheinlich sowieso, aber ich wollte es noch mal darauf hinweisen, dass man eben gemeinsam liest, lautes Vorlesen ist da ja auch ganz wichtig und dann zwischendurch den Text unterbricht und auch nochmal mündlich zusammenfasst, was haben wir denn bisher überhaupt gelesen, was kam vor und dann auch sich gemeinsam Gedanken macht, was könnte denn jetzt passieren, wenn der Dennis zum Beispiel durch das Tor gegangen ist, was passiert denn jetzt? Und dann haben die Schülerinnen und Schüler ganz spannende Ideen und sind dann ganz neugierig auf den Text und können den weiteren Verlauf dann auch besser erfassen. Und beim ersten Lesen sind dann natürlich noch einige Leerstellen drin, die die Schülerinnen und Schüler dann erst füllen müssen. Aber wenn die Aufgaben dann am Ende bearbeitet sind, lese ich meistens den Text noch einmal, den kompletten Text mit den Schülerinnen und Schülern. Und die gefüllten Leerstellen, die darf dann immer ein oder zwei Schülerinnen und Schüler dürfen das dann vorlesen. So dass das dann ein in sich geschlossener Romantext ist, dann ohne Leerstellen und dann werden die Texte auch wirklich wertgeschätzt. Genau. Sollen wir das zum Lesen erstmal abschließen Ich glaube und schon. nochmal kurz auf das Schreiben zurückkommen? Sie haben nämlich darauf verwiesen, dass es für die Lehrerinnen und Lehrer auch hilfreiche Tipps gibt, wie man das Schreiben anleitet, mithilfe dieses Romans oder dieser Romanreihe. Wie funktioniert das? Genau, da findet sich also, wer sich damit nochmal genauer auseinandersetzen will, das ist alles Teil des
Lehrermanuals zum zweiten Band. Also auch die Grafik, die man da jetzt sieht, ist daraus entnommen. Da kann man sich das nochmal genau angucken. Es ist immer diese Lesephase, die ich gerade beschrieben habe, steht am Anfang. Dann eine Einstiegsphase, wo man gemeinsam die erste Aufgabe bespricht, wie die erste Aufgabe bearbeitet wird. Und dann werden die Schüler an die übrigen Aufgaben alleine herangelassen und bearbeiten die Aufgaben dann selbstständig, kontrollieren dann jeweils auch ihre Ergebnisse und arbeiten weiter. Und dann an Sammelstellen trifft man sich dann wieder. Dann kommt diese Auswertungsphase, von der ich auch gesprochen habe, dass die Texte nochmal gelesen werden, dann mit den Schülertexten zusammen und am Ende nochmal eine Übungsphase mit der Übungskartei. Genau, wunderbar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir können, glaube ich, so mit den Fragen nicht weitermachen, sonst schaffen wir das nicht mit der Zeit. Deswegen, ich würde sagen, wir schalten mal kurz, darf ich mal kurz auf die nächste Folie schalten und schauen, was wir jetzt noch Genau, die würde ich gerne noch besprechen erläutern. wollen. Die Genau, würde der mich. Lese- und Schreibprozess, das ist, glaube ich, nämlich auch wichtig. Genau, ich hatte ja eben gesagt, es gibt diese Lesephase, dann die Einstiegsphase und dann diese Übungs- und Schreibphase. Und das bezieht sich auf die Übungs- und Schreibphase, dass die Schülerinnen und Schüler noch dieses Konzeptpapier an die Hand bekommen, was sie nacheinander, was kleinschrittig den Schülern zeigt, wie sie arbeiten sollen. Also, dass sie immer erst im Material arbeiten, dass sie das Material dann selbstständig mit den vorne ausliegenden Lösungen vergleichen und dann schreiben sie einen ersten Entwurf, da wo der Pfeil hinzeigt, schreiben einen ersten Entwurf auf das Konzeptpapier und dann kommt dieser wichtige Teil, dass wir als Lehrer dann diesen Text noch einmal korrigieren und unten auch ausfüllen, welche Begriffe sind falsch geschrieben worden? Die kommen dann auf die linke Seite unten, auf die weißen Karteikärtchen. Die übernehmen die Schülerinnen und Schüler dann in ihre Kartei auf die weißen Karten. Und wenn Worte falsch benutzt worden sind oder so, dann nimmt man noch die farbigen Karteikarten und schreibt da die Wortbedeutungen drauf, sodass auch wieder die individuelle Übungskartei damit gefüllt wird. Genau, das war mir ganz wichtig. Und eben noch einmal auch die Sammelstellen wollte ich noch mal ganz kurz vergessen. Ganz kurz die Sammelstellen noch, Oh ja. ja, als Sammelstelle eignen sich zum Beispiel diese Zeichen- und Malaufgaben, weil die Schülerinnen und Schüler ganz viel Spaß daran haben, diese Bilder zu erstellen. Das, was wirklich sinnvoll ist, ist in relativ kurzer Zeit zu machen. Und dann können die als Goodie sozusagen die Schülerinnen und Schüler, die ganz schnell gearbeitet haben, haben dann halt mehr Zeit, an dieser Malaufgabe zu arbeiten. Die anderen machen das nur so skizzenhaft. Aber da kann man dann auch schon sehen, ob sie sinnerfassend richtig gelesen haben. Und an diesen Sammelstellen kann man sich dann wieder gemeinsam sammeln, damit man gemeinsam weiterarbeiten kann und auch die Schülerergebnisse gemeinsam auswerten kann. Das ist ganz wichtig, dass zwar jeder in seinem eigenen Tempo arbeitet, aber es dann trotzdem zwischendurch immer wieder Sammelstellen gibt, von denen man dann gemeinsam weiterarbeiten kann. Das wollte ich noch unbedingt loswerden, aber jetzt Wunderbar. müssen wir uns den Fragen Jetzt widmen wir uns widmen. den Fragen, denn das sind schon einige aufgetaucht. Viele von den Fragen, die hier schon sind, würde ich jetzt mal sagen, werden auch im Lehrermanual beantwortet. Zum Beispiel, wo dieses Konzeptpapier herkommt. Frau Strasser, die letzte Frage hier von Frau Schulte. Genau. Das übernehme ich einmal kurz. Sie können bei uns auf der Webseite unter dem Link, den ich Ihnen jetzt gleich in den Chat kopiere, einmal hier. Wenn Sie im Reiter auf Online-Material und Downloads klicken, können Sie dort das Lehrermanual finden sowie die Lösungen für die drei Bände. Sie müssen, das ist wichtig, dafür angemeldet sein, dann können Sie sich das runterladen und da finden Sie dann eben dieses Konzeptpapier. Sie finden da viele weitere Tipps und Sie finden eben die Lösungen. Genau. Genau. Ansonsten die Frage, ob die Bücher für Erwachsene eingesetzt werden können, Frau Hertog. Das haben wir vorher beantwortet. Die eignen sich eher nicht für Erwachsene, ja? Nein, weil da sind typische Jugendthemen auch im zweiten Band, erste Verliebtheit und ist, Das ist glaube ich, für die schwierig da, ne? Erwachsenen nicht. Eher nicht so. Ich überspringe kurz eine Frage. Die Frau Rilska Jurus fragt, haben Sie etwas für den Erwachsenenunterricht B1? Sie, Frau Strasser, haben Sie da was dafür? Ich habe da leider nichts. Wir als Verlag haben da schon was dafür. Da können wir Ihnen gerne
Schreiben Sie uns eine E-Mail, dann können wir Ihnen da gerne weiterhelfen, würde ich jetzt mal sagen. Das sprengt jetzt sonst den Rahmen hier. Dann kommen zwei Fragen, einmal von Frau Herrmann und einmal von Herrn Geidel. Welche Dauer setzen Sie für einen Kurs an, beziehungsweise wie lange bearbeiten Sie einen Band? Also ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich, also meine Sprachförderkurse, die sind einmal wöchentlich, eine Stunde nur. Und ich brauche für dieses Buch das komplette Schuljahr. Also ich habe es immer so gemacht, aber das kann natürlich jeder anders machen, aber ich habe es so gemacht, dass ich diesen ersten Band für die 5. Klasse genommen habe und ein komplettes Schuljahr benutzt habe. Und den zweiten Band habe ich für die 6. Klasse genommen und kam damit auch wunderbar zurecht. Meistens sind wir eher nicht ganz fertig geworden. Dann waren aber die Schülerinnen und Schüler begeistert dabei und haben gesagt, sie machen es in den Sommerferien noch freiwillig weiter fertig. Es sind noch Zusatz, also in den Lehrermanuals sind noch Zusatzaufgaben drin. Das heißt, wenn man früher fertig werden sollte, hätte man da auch noch die Möglichkeit, das zusätzlich einzusetzen, um noch die restlichen Wochen zu überbrücken. Wunderbar. Maximale Größe einer Schüler- und Schülerinnengruppe, fragt Frau Bengsch. Ja, das ist auch die Frage. Also wenn ich eine relativ gute mit viel Vorkenntnissen eine Lerngruppe habe, dann kann ich auch mehr Schüler in die Gruppe reinnehmen. Umso niedriger das Niveau ist, umso kleiner muss die Lerngruppe sein. Also ich hatte einmal eine Gruppe aus 6 Schülern, das war natürlich ein Traum, also da konnte man traumhaft arbeiten. Meine größte Gruppe bisher waren 15 Schülerinnen und Schüler. Das war schon knackig, aber hat trotzdem super geklappt. Im regulären Deutschunterricht habe ich es selbst noch gar nicht eingesetzt. Ich war jetzt in letzter Zeit immer hauptsächlich in der Oberstufe unterwegs, da eignet sich das nicht mehr so. Aber ich denke, wenn da das Niveau einfach höher ist, wenn das nicht nur die Sprachförderschüler sind, dann kann man es eben auch in einer Lerngruppe von 30 Schülerinnen und Schülern locker im normalen Deutschunterricht anwenden. Das hängt halt immer davon ab, in welcher Schulform man ist und was die Schülerinnen und Schüler von sich aus mitbringen. Genau. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn da noch? Die Frage nach dem Konzeptpapier hatten wir beantwortet. Die können Sie sich in unserem Lehrermanual runterladen. Dann Frau Friedrichs, worum geht es inhaltlich im dritten Band, die Kraft der dunklen Zeichen? Das ist eine sehr schöne Oh Frage. ja, da habe ich so einen kleinen Twist eingebaut, der sehr deutschlehrerinnenmäßig ist, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Es geht darum halt um Orthographie und die Bedeutung von Orthographie. Während es im ersten Band um die Bedeutung von Sprache geht, geht es im dritten um die Bedeutung von Orthographie. Denn dieses Mädchen, kann ich mal ganz kurz zeigen, dieses Mädchen, was hier vorne auf dem Einband ist, die kommt alleine in so eine magische geheime Höhle hinein, in der es Schriftzeichen gibt und sie schreibt die Texte natürlich, wie kann es sein, falsch ab. Und so nimmt das Chaos seinen Lauf und die Welt kann am Ende nur gerettet werden, weil dann die Kommas richtig gesetzt werden und der Text richtig verstanden wird. Und das ist so der kleine Kniff dabei. Und inhaltlich ist es halt so, die drei Bände sind eigentlich im Grunde aufeinander aufbauend, wobei sie eben auch wunderbar getrennt voneinander genutzt werden können. Die sind also in sich eigentlich abgeschlossen, aber für die, die mehrere Bände gelesen haben, gibt es auch wunderbare Bezüge und im dritten Band werden halt alle Fäden wieder zusammengefügt und zu einem spannenden Ende gebracht. Da ist dann so ein richtiger Showdown oben auf einem Berg und alles ja, Also, wackelt und ja. das Ende ist sehr spannend, deswegen wir Ja. dürfen hier nicht vorgreifen, das muss man wirklich selber gelesen haben. Wir haben hier mal kurz noch was, wo sind wir Ach denn genau, weiter? das habe ich ja gerade bearbeitet, ob die Bände Genau. aufeinander aufbauen. Genau, sie lassen sich auch wunderbar einzeln bearbeiten. Also selbst der dritte Band lässt sich wunderbar alleine lesen, auch wenn man die anderen Bücher nicht gelesen hat. Aber wenn man sie gelesen hat, ist natürlich noch ein bisschen mehr, dann erklärt sich, wie etwas wohin kommt und so weiter. Genau, gut. Kann ein Schüler, der zum Beispiel durch Krankheit mehrere Lehrstellen nicht gefüllt hat, auch ohne diese weiter hinten im Text wieder einsteigen? Ja, es ist dann natürlich für diesen Schüler
bisschen traurig, wenn sein Buch dann sozusagen nicht fertig gefüllt ist, weil die Schüler sind ja am Ende total stolz auf ihr Exemplar. Jeder am Ende des Kurses erzählt mir jeder, wem er das schenken möchte oder ob es ins Bücherregal kommt oder wie auch immer. Und wenn da was nicht gefüllt ist, ist natürlich schade, aber es ist ja gar kein Problem, das zu Hause zu füllen. Also es kann auch im Nachhinein, wenn der Kurs vorbei ist und einige Lehrstellen sind noch offen, kann man die auch im Nachhinein füllen. Die müssen nicht in chronologischer Reihenfolge gefüllt werden. Okay, wunderbar. Ich gebe noch einmal kurz einen Hinweis. Es gibt zu diesen Bänden kein digitales Material, außer diesen Downloads, die Sie eben zusätzlich verwenden können, die Lösungen und das Lehrermanual. Und Sie haben leider gerade Probleme mit dem Link. Das hoffe ich, kann ich lösen, indem ich Sie gleich mal weiterleite auf unsere Seite mit den Downloads. Sie können hier unter dem Bild von der Frau Strasser die beiden Lehrermanuals downloaden. Sie können die Lösungen zu allen drei Bänden downloaden und Sie können die Präsentation und die Teilnahmebescheinigung downloaden. Klicken Sie einfach auf Datei herunterladen und dann sollte das funktionieren. Wenn nicht, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an den Veranstaltungsservice, wie immer. Die Frau Lambor wird Ihnen gleich die E-Mail-Adresse geben und wir schicken Ihnen das auch gern zu, wenn es gar nicht funktioniert. Dann hätten wir noch eine letzte Frage, würde ich sagen, bevor wir Schluss machen müssen. Das ist die Frage von Frau Oetjen-Bruns und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Können Sie noch Hinweise geben zum Überarbeiten der Schülertexte? Also wie können die Schüler das selbst machen oder sich gegenseitig dabei unterstützen? Genau, das ist auch im zweiten Band vom Lehrermanual ganz wunderbar erklärt. Das ist, mache ich in meinen Kursen immer so, dass ich, während die Schülerinnen und Schüler selbstständig an ihren Aufgaben weiterarbeiten, sitze ich vorne und bin sozusagen nur als Korrektor dann zuständig und korrigiere die Texte und bringe es dann jedem Einzelnen wieder zurück. Und in der Zeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler weiter an den zusätzlichen Aufgaben, weil es gibt auch ganz viele Aufgaben da drin, die eben nicht Schreibaufgaben sind, sondern auch eben erarbeitende Aufgaben, für die es eine Lösung gibt, mit denen sie selbst vergleichen können. Und da habe ich dann als Lehrkraft die Zeit, die ich dann anders nutzen kann, dass ich nämlich dann die Sachen korrigiere und wenn ich mit dem Korrigieren fertig bin, kann ich noch einzelne Schüler, die meine Hilfe brauchen, unterstützen. Wunderbar. Falls Sie ansonsten noch dringende Fragen haben, schicken Sie uns auch eine E-Mail an den Veranstaltungsservice und wir beantworten das dann entweder direkt oder wir leiten das weiter an die Frau Strasser. Gerne. Ansonsten möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass Sie heute da waren, dass Sie so viele interessante Fragen gestellt haben. Oh Wir ja. hoffen, Sie konnten was mitnehmen. Frau Strasser, vielen lieben Dank an Sie, dass Sie extra die weite Reise hierher auf sich genommen Ja, haben. ich bedanke mich für die Einladung. Mein Herz hängt total an dieser Reihe und ich freue mich immer, das vorstellen zu können. Das ist sehr schön. Ja, das merkt man auch. Wunderbar. Ansonsten wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Abend und wir hoffen, dass wir Sie bald bei einem weiteren unserer Online-Seminare wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, tschüss. Ich möchte mich auch verabschieden. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.